Auf dem Weg zu einer Kaufpreisverhandlung sind wir jetzt gerade und ich treffe mich jetzt gleich mit unserem Klienten. Natürlich ist es so, dass wir jetzt nicht zeigen dürfen, wo wir hingehen. Diskretion ist unser höchstes Gut. Aber was ich dir in diesem Video sagen kann und warum es ganz wichtig ist, auch manchmal face to face mit einem Kaufinteressenten sich zu treffen und nicht nur per Zoom, was ja früher so ganz normal war, das zeige ich dir jetzt in dem Video. Deswegen schau es dir bis zum Schluss an, denn du kannst sehr viel für deinen eigenen Firmenverkauf lernen. Hallo, mein Name ist Fabian Samzau. Ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer der Otter Consult GmbH, der M&A-Beratung für den Mittelstand. Wir helfen Unternehmern, ihre Nachfolge zu regeln und ihr Unternehmen erfolgreich zu verkaufen. Ja, ich habe es gerade schon im Anfang gesagt, ich befinde mich gerade auf dem Weg zu einer ganz speziellen Kaufpreisverhandlung. Wir sind gerade mit einem Kunden unterwegs, beziehungsweise der Kunde fährt hinter uns. Wir dürfen aus Diskretionsgründen, das ist auch ein Thema, was ich immer wieder ansprechen möchte. Bei uns ist es so, wir schreiben die Verschwiegenheit und die Diskretion ganz hoch. Deswegen werdet ihr leider niemals, außer der Kunde wünscht es ausdrücklich, von uns Kunden hören oder sehen ohne Erlaubnis, weil das will ja keiner, dass er weiß, wie viel, für wie viele Millionen er sein Unternehmen verkauft hat. Aber warum ich eigentlich dieses Video heute drehe und warum auch gerade auf dem Weg zur Verhandlung, ich finde, es ist besonders wichtig zu sagen, während der Corona-Zeit hat sich Zoom oder Teams oder die ganzen Online, sage ich jetzt mal, Meetings haben sich tatsächlich eingebürgert. Ich finde es persönlich auch gut. Man kann viele Dinge schon vorab klären, man kann viele Dinge tatsächlich schon übertragen, kann auch kleine, kurze Meetings machen, ohne kilometerweit in die Walachei zu fahren. Aber tatsächlich ist es so, und es ist für mich immer mehr, wird für mich immer mehr, diese persönliche Verhandlung, wenn es dann wirklich um den Preis geht, die muss wirklich persönlich laufen. Und warum ist das so? Ich kann dir eins sagen. Oft ist es so, während du in einen Bildschirm schaust oder in eine Kamera, du merkst die Emotionen nicht von dem Gegenüber. Du siehst nicht, ob er vielleicht unterm Tisch ein bisschen mit den Füßen wackelt, ob er vielleicht aufgeregt ist, ob er vielleicht auch irgendwelche Taktiken anwendet, indem er zu seinem Berater rüber schaut, oder anderweitig. Und deswegen gebe ich dir jetzt den ultimativen Tipp. Solltest du mal mit einem Interessenten dir wirklich einig sein, also sprich, du kommst in die Phase, in der es dann wirklich darum geht, zeichnet man einen Kaufvertrag oder nicht, geht es um den Endpreis, um den sogenannten LOI, also den Letter of Intent, also die Kaufabsichtserklärung, dann solltest du wirklich zumindest einen Termin persönlich machen, um ein Feeling zu kriegen dafür, wie reagiert dein Gegenüber. Manche, die, ganz ehrlich, und so ist es oft, die verraten sich dann auch durch ihre Mimik, ihre Gestik. Ein Beispiel will ich immer nennen, und das kennt man auch aus Gehaltsverhandlungen. Es ist so, du zum Beispiel droppst deinen Preis und bist dann einfach mal still. Das ist ein wirklich psychologisches und taktisches Mittel, wo du als Unternehmer deinem Gegenüber zeigen kannst: Hey, so nicht, ich bin jetzt der, der an der Machtposition sitzt. Und Schweigen ist da manchmal Gold, weil irgendwann fängt der Gegenüber dann an zu sagen: Ja, aber das möchte ich nicht bezahlen, oder ja, das ist so, oder versucht sich zu erklären. Wenn du in die Situation gerätst und anfängst zu erklären, dann hat er dich. Und umgekehrt ist es so, du kannst diese Situation nutzen, um die Stille, die dann da ist, zu nutzen, dass er dir mal zeigt, wo will er eigentlich hin. Also sprich, du sagst: Ja, ich möchte 10 Millionen für die Firma, und bist dann einfach mal still. Und dann kommt der Gegenüber, ist vielleicht auch still, aber fängt dann irgendwann an, sein Schweigen zu brechen und sagt: Ja, aber hören Sie zu, also ich weiß jetzt nicht, das ist mir nicht so viel wert, ich zahle Ihnen vielleicht nur 7 Millionen. Auch da wieder erstmal Stille, erstmal Stille, erstmal Stille. Und dann kommt tatsächlich der Gegenüber und sagt vielleicht: Ja, aber hören Sie zu, also wir können ja nochmal über vielleicht andere Varianten reden, die 7 Millionen als Einmalzahlung, dann den Rest über Earnout, und schon hast du ihn gepackt. Schon weißt du ganz genau, okay, wo will er hin mit seiner Verhandlung? Hat er vielleicht einfach nicht das nötige Kleingeld, um den Gesamtpreis zu zahlen? Möchte er andere Varianten, um sein Eigenkapital zu schonen, zum Beispiel nutzen? Und da bist du dann gefragt. Da musst du dann sagen: Ja, warum ist das Unternehmen nur 7 Millionen wert? Dann sagt er vielleicht: Ja, weil die und die Sachen sind so. Und deswegen ist auch, und das ist der zweite Tipp, den ich dir heute in dem Video geben möchte, die sogenannte Vendor-Due Diligence ganz wichtig, also die Käufer-Due Diligence, also die Überprüfung deiner Daten, indem du dich vorbereitest auf tatsächlich deinen eigenen Verkauf. Das bedeutet, du analysierst deine Schwächen, deine Stärken und vor allem auch deine Chancen, die du in dem Unternehmen hast, oder ganz klassisch die SWOT-Analyse kann man auch durchführen, kennt man aus großen Häusern wie BCG zum Beispiel. Aber tatsächlich über diese Analyse kannst du eigentlich jedes Argument schon mit einer Einwandbehandlung von deinem Gegenüber wirklich wegfegen. Und wenn du das kannst und wenn du erstmal das Schweigen genutzt hast, dann bist du in der besseren Position, weil dann merkst du auch: Hey, er will das Unternehmen wirklich, und vielleicht ist es wirklich nur noch eine Sache entweder der Ausgestaltung oder tatsächlich eine Sache
der Kaufpreisentwicklung. Vielleicht ist für dich auch 7 Millionen schon deine Schmerzgrenze und du sagst, ja super, wenn der nicht runtergeht, beziehungsweise wenn er jetzt die 7 genannt hat, dann ist das der Anker, den er gesetzt hat, den du nutzen kannst. Bei uns ist es zum Beispiel so, deswegen empfehlen wir das immer allen unseren Kunden und zum Beispiel jetzt der Kunde, der gerade hinter uns fährt, da ist es auch tatsächlich so, mit dem haben wir eine Vendor Due Diligence gemacht. Wir haben also jedes Argument genommen und haben es rumgedreht. Also ich habe mich zum Beispiel über auch machen das auch gern mal wie Rollenspiele, sage ich jetzt mal. Ich habe mich in die Situation eines Käufers versetzt und habe dem Gegenüber gesagt, hey, pass mal auf, du, dein Unternehmen, das macht ja, hat ja einen einzigen Kunden, der wirklich umsatzträchtig ist. Dann konnte mir der Kunde wirklich durch unsere Analyse sagen, nee, das ist gar nicht so, sondern wir haben ganz viele Kunden, wir sind gar nicht abhängig von dem, sondern der macht im Moment nur einen großen Umsatz, weil der was Einmaliges bestellt hat. Die letzten Jahre war das nicht so. So, Abhängigkeit also weg vom Tisch. Dann habe ich zum Beispiel auch gefragt, ja, sag mal, das ganze Unternehmen ist ja von dir abhängig. Dann hat er gesagt, ja, nee, das stimmt nicht. Ich habe eine zweite Management-Ebene, ich habe mein Unternehmen schon digitalisiert, ich habe eine eigene Lernplattform geschaffen, ich habe mein Handbuch digitalisiert, also meine Mitarbeiter können im Endeffekt ohne mich arbeiten und das Unternehmen läuft ohne mich. Ich brauche nur noch beratend tätig sein. Und so kannst du immer wieder Punkte finden, um dein Gegenüber auch wirklich auszunocken, verbal. Und das ist das Wichtigste. Deswegen sage ich immer, diese Stimmung, diese Atmosphäre ist immer wichtig. Und bei einem Zoom-Meeting, das muss ich auch dazu sagen, du kannst dich einfach mal aufstehen und sagen, ah, ich will mal eine Zigarettenpause machen oder ach, lassen Sie uns mal in die frische Luft kurz gehen. Und dann kannst du mit deinem Berater rausgehen und diesen Moment kannst du auch nutzen, um wieder mit Stärke zurück in die Verhandlungen zu kommen. Bei einem Zoom-Meeting, da ist es schwierig. Da merkst du auch nicht, oh, war das jetzt gut oder nicht? Weil es ist wirklich so, wenn man diese Atmosphäre, diese Magie mitnimmt aus so einer Verhandlung und das lernst du auch bei uns tatsächlich, dann kannst du erfolgreich dein Unternehmen verkaufen. Wenn du das jetzt möchtest und möchtest wissen, wie das Ganze funktioniert, dann trag dich gerne bei uns ein unter www.otterconsult.de und ich führe da mit dir wirklich ein Expertengespräch, wo wir analysieren, ist vielleicht die Nachfolge richtig für dich, ist vielleicht tatsächlich der klassische Unternehmensverkauf für dich an einen Externen vielleicht die richtige Variante oder finden wir eine ganz andere Möglichkeit, dein Unternehmen erfolgreich, ich sage jetzt mal nicht an die Börse, aber an den Markt zu bringen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wer wir sind, dann habe ich hier für dich tatsächlich unseren Imagefilm und hier das Video von letzter Woche. Ist hochinteressant. Wir kommentieren auch das M&A-Geschehen international und auf der Welt, vor allem aber in Deutschland und im Mittelstand. Und da kannst du einiges lernen. Deswegen schau dir gerne unseren Kanal an und abonniere, um nichts zu verpassen.